dabei. Die ich 2011 am März heu war, nun ist noch nicht bewusst, dass ich 6 Wochen danach meine Diagnose von Brustkrebsgift kriege und dass ich 2012 mit einer Perücke beim Relais-Gift matt gehen. Es kommt wie ein Hummer. Ich war nie krank und habe mich an Topform gespürt. Auf den engen Tag und den anderen war alles anders. Ich habe gedacht, für was das gelungen? Ich wollte nicht, dass so etwas an meinem Körper wiest. Mir gleichzeitig kommt auch die Angst. Eine Art Angst, die ich nicht kann tun. Ich habe über den Krebs geschwärzt. Mit meinem Mann, meinen Kammer, Familie, Freundinnen, Freunden und Nachbarn. Wenn ich sein Freund man nun nennt, dann hört ihm ganz ein bisschen meine Angst. Ich habe probiert, mich mit meiner Chemotherapie umzufreunden. Ich habe mir gesagt, das ist ein Kollege, der nur ganz viele kleine Arbeiten an den Körper, die machen all die Biss Zellen für die. Die machen den Feind tot. Alles schön gepackt. Ein großes Stück wäre doch gewesen, wenn ich einen Patron gehabt hätte, der mich mit Verstehst, der mich unterstützt hat. Mir wohl. Mit der Angst, dass der Krebs rum könnte, muss ich lernen zu leben. Ich muss in matt der Angst leben und nicht Angst leben. Schiedelig kann betroffen gehen, schon mal. Es könnte, wenn ihr nicht daran denkt. An der Lostin ist heute im Relais pour la vie 2013, ohne Perücke, mit hoher Wissenrum und eine schöne Message. Hilfsbereitschaft, Kommunikation, Verstehst du mich, und Solidarität. Das sind Medikamente, die nicht kosten, aber ganz viel helfen. Merci, dass du mir nur gelastet hast.